So Leute, jetzt seid mal alle still. Sind die Happy News hier? Ich bin Jako. Und jetzt sind wir alle glücklich. Los, mach mal das Intro. So, da ich für diese Show gut drauf sein muss, werde ich jetzt den Jako schlechte Laune, gute Laune Transformator anwenden. Und der geht so. So, es ist Sommer, da geht man ja viel grillen und chillt viel in der Sonne. Und was braucht man da mehr als Grillkohle? Am besten 11 Tonnen. Ja, wie komme ich jetzt auf dieses kuriose Thema und auf diese kuriose Zahl? 11 Tonnen ist eine ganze Menge, aber Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. In Deutschland haben sich eine Bande Diebe zusammengetan, um einfach mal diese besagten 11 Tonnen Grillkohle mitgehen zu lassen. Vor einer Woche verschwand von einem Firmengelände in Wardenburg, das ist in Niedersachsen, ein LKW, der mit Grillkohle beladen war. Ja, da hatte wohl jemand tüchtig Bock auf Grillfleisch. Jetzt hat die sonst so gelangweilte Provinzpolizei einen echten, richtigen, heißen Job, nämlich das Ganze war 75.000 Euro wert. Sie sucht jetzt nach den Tätern und bittet die Bürger um Mithilfe. Also, meine werten Freunde, haltet Ausschau nach einem Lastzug mit auffälligem Aufdruck der Kinderunfallhilfe. Das ist so ein roter Ritter, der da drauf abgebildet ist. Wir bleiben bei Sommer und Sonne, bewegen uns aber ganz dezent weg von dem Grillfleisch und der Kohle und befassen uns nun mit dem Fliegen mit Solarenergie. Letzten Montag nämlich fand der Jungfernflug eines komplett mit Solarenergie betriebenen Flugzeugs in der Schweiz statt. Ganze 2 Stunden und 17 Minuten war die Solar Impulse 2 in der Luft. Ziemlich krass. Anfang 2015 wollen die Piloten Bertrand Piccard und André Borschberg die ganze Welt mit ihrem Flieger umrunden und das ohne einen Tropfen Kerosin. Das wäre auf jeden Fall was. Das wäre dann nämlich der erste solargetriebene Flug um die Welt. Allerdings soll die Weltumrundung nicht an einem Stück geflogen werden, sondern in 20 Tagen. Theoretisch ist es zwar technisch möglich, die Strecke auf einmal anzugehen, aber weil das Flugzeug halt nur 140 Stundenkilometer schnell ist, könnte kein Pilot lang genug durchhalten. Und da sind wir auch schon beim nächsten Problem. Man könnte ja sagen, ja, dann nehmen wir einfach 100 Piloten, aber das Ding ist halt bislang leider nur ein Einsitzer. Bis wir alle mit Solarenergie in den Urlaub fliegen können, wird es also noch eine ganze Weile dauern. Aber die Pioniere haben schon jetzt bewiesen, dass das Fliegen mit Sonnenenergie möglich ist. Und wir bleiben bei Flugzeugen, allerdings bei den Flugzeugen, wo Menschen und auch Tiere mitfliegen können, also ganz normale Passagierflugzeuge. Und zwar musste da eins notlanden und jetzt kommt's, weil ein Hund seine Notdurft im Gang verrichtet hat. Das Ganze ist am 28. Mai passiert und zwar auf einem regulären Flug zwischen Los Angeles und Philadelphia. Regulär bis zu dem Zeitpunkt, als sich der nette Hund dachte, ja, dann scheiße ich jetzt halt mal einen Gang. Daraufhin musste die ganze Maschine einen ungeplanten Zwischenstopp einlegen. Und zwar haben die Flugbegleiter sich allergrößte Mühe gegeben, das Malheur wieder aufzuwischen, aber dann hat sich halt der Hund entschieden, noch ein zweites Mal in Gang zu kacken. Und daraufhin gingen ihnen die Papiertücher aus. Das hatte dann zur Folge, dass das Ding im Gang rumlag, einigen Passagieren schlecht wurde, was das Ganze nicht unbedingt schöner gemacht hat und daraufhin hat sich der Pilot eben für eine Notlandung entschieden. Am Flughafen angekommen kam dann ein Putztrupp und entfernte die Hinterlassenschaften, sodass der Flug bald weitergehen konnte. Dem Besitzer des Hundes hat das Ganze natürlich so leid getan, dass er gesagt hat, okay, ich gebe euch allen Starbucks-Gutschein, was irgendwie unpassend ist, weil Kaffee, Kacken. Die ganze Geschichte wurde dann übrigens von einem, wie könnte es auch anders sein, Passagier, der Chris Law heißt, auf Twitter dokumentiert. Er versicherte, dass er sich das Ganze nicht ausgedacht hat und tatsächlich antwortete ihm die Fluggesellschaft via Twitter und entschuldigte sich bei ihm für den Vorfall. Lassen wir mal die peinlichen Hundegeschichten sein, kommen wir mal zu den süßen Tierchen namens Katzen. Die sind sowieso viel besser und viel schlauer. Nein, sind sie nicht. Aber egal, die Katze Millie wird immer bekannter, weil sie mit ihrem Herrchen, und jetzt kommt's, auf Klettertouren geht. Der begeisterte Bergsteiger Craig Armstrong hatte Millie in einem Tierheim in Utah gesehen und die kleine Katze kletterte ihm sofort auf seine Schulter. Von da an wusste er, dass er kein einsames Bergsteigerleben mehr führen müsste, denn sein neuer Cat Buddy würde ihm überall hin folgen, sogar auf die höchsten Gipfel. Craig nahm Millie mit nach Hause und brachte ihr bei, neben ihm herzulaufen, ganz brav zu sein, nicht abzuhauen und sich von nichts am Wegesrand ablenken zu lassen. Er hat sogar mit ihr für seine Klettertouren geübt, indem er sie einfach mit in den Park nahm und damit ihr umgeklettert ist. Seitdem sind Craig und Millie ein unzertrennliches Kletterpärchen und wie soll es auch anders sein, damit die Katze auch nicht abstürzt, hat sie sogar ihr eigenes kleines Geschirr. Craig sagt sogar, dass Millie der perfekteste Kletterkumpel ever ist, weil sie so mutig ist, sich nie beschwert und immer höher hinaus will und weiß, wann die Herausforderung zu groß ist. Im Gegensatz zu
vielen anderen Menschen. Inzwischen ist Millie sogar schon ein kleines bisschen berühmt und Craigs Instagram-Account mit Bildern von der Kletterkitty hat schon fast 13.000 Follower. So, dann kommen wir auch gleich zu euch. Und zwar, habt ihr Haustiere? Und wenn ja, was für Kunststücke können die denn? Oder können sie überhaupt was? Oder liegen sie nur zu Hause rum? Ich habe halt leider keine Katze, aber wenn ich eine hätte, dann würde ich ihr beibringen, an Decken zu klettern. Und dann würde ich sie Spider-Cat nennen. Ja, auf jeden Fall. Das würde ich machen. Egal. Da gibt's jetzt noch mehr, was geht ab. Wie immer, hier kann man abonnieren. Da gibt es Texcalibur und alle weiteren Social-Media-Sachen. Wie zum Beispiel Instagram und mein Kanal und so weiter und so fort, gibt's unten in der Videobeschreibung. Es war mir eine Ehre. Oh, das war ganz schön Floyd-Style. Jetzt muss ich mir was einiges ausdenken. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich bin jetzt wieder raus. Macht's gut.